Ja, wo ist denn der jetzt? Hulin, was stelle ich mir mit dir an? Lässt die Nahrung, die wir für das Dorf gesammelt haben, einfach zurück und fliegt weg. Oh. Ach so, jetzt ein Hylianer hier und dann auch noch bei diesem schrecklichen Sturmwetter hier. Ach so, du wolltest mit Hulin reden. Ja, naja, leider habt ihr euch... Rein zufällig ganz knapp verpasst. Bedauere, na, ist klar. Tulin und ich sollten hier nämlich nach Nahrung suchen, doch plötzlich flog diese Höhle... Okay. Es sind Monster vorbeigeflogen, fliegende Untiere, genau wie jene... Bla, bla, bla. Okay. Okay, der hat einfach nicht zugehört. Und da war er einfach weg. So, der Monsterschwanz flog in die Nähe der einsamen Zeder auf der Kaliberspitze nördlich des Höhleneingangs. Okay, Tulin hat sich dorthin aufgemacht. Das hätte man mir nicht schon. Hätte man mir vorher nicht auch schon sagen können, dass der dort ist. Warte, ich will auf jeden Fall öfter speichern. So. Auf den Typen habe ich jetzt gerade überhaupt keinen Bock, auf sein behindertes Doomstar-Schild, das eh total bescheuert aussieht. So, wo steckt denn der jetzt? Wo ist denn der jetzt? Ist der da oben drauf? Da oben oder ist der noch? Der wird ganz oben bei den Baum sein wahrscheinlich, ne? So, okay, jetzt reicht's. Sollen sie doch alle verrecken. Ich habe ja auch nur lauter Scheißwaffen dabei, also das ist ja auch... So. Soldatenbogen. Blauer Bock mit dem Horn. Na gut, die blauen waren ein bisschen stärker als wie die roten, das weiß ich schon. Aber trotzdem müssen die mich nicht mit einem Mal killen, ha? Das muss doch wohl wirklich nicht sein. Ja, wie gesagt, ich finde Zelda... Das sag ich jetzt, das ist meine persönliche Meinung, das muss nicht jeder teilen. Ich finde, Zelda hat sich in die völlig falsche Richtung entwickelt. Was das Gameplay betrifft. Ja, was das Gameplay betrifft. So, komm, den kannst du ja wegschmeißen, der ist eh schon hinüber. Hm, Schwalbenbogen. Also, ich hätte es jetzt nicht schlimm gefunden, wenn Breath of the Wild damals schon nicht... Open World gewesen wäre. Wenn die Welt ein bisschen kleiner gewesen wäre, ein bisschen mehr dafür gefüllt und vor allem ein etwas komplexeres Kampfsystem, ähnlich wie in Twilight Princess und ach du Scheiße, was kommt da wieder für ein Fettsack? Warum sind hier eigentlich überall schon so krasse Gegner, ha? Und vielleicht gehe ich das Spiel auch einfach falsch an, ich weiß ja nicht. In die Fresse! In deine Scheißfresse! Du fettes Schwabbel! Naja, ist ganz schön heiß, hä? Kannst du gleich nochmal haben, hier! Ja, komm! Was ist das? Was ist das für ein Scheißspiel? Ganz ehrlich. Nintendo fickt euch einfach. Ihr habt es einfach nicht verstanden. Ihr habt es nicht verstanden. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu blöd für solche Spiele, ich weiß es nicht.
Deswegen, ich hasse ja auch Dark Souls. Das ist was mich absolut nicht juckt. Und mich auch nie interessieren wird. Ja, Digga, was haben die auch für eine Mega-Waffe? Ich meine, was ist denn mit diesem fetten, mit diesem Fettsack? Was ist denn überhaupt sein Scheißproblem, ha? Du fettes Rindvieh. Fette, dicke Sau, Alter. So. Bro, wie viel hält denn der aus? Stirb doch mal! Dankeschön, du Missgeburt. Danke, dass du gestorben bist. Alter. Nee! Ich finde das Spiel nicht so geil. Ich merk's, ich fühl's gerade überhaupt nicht. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Leute, die sich jetzt hier auf das Let's Play gefreut haben. Ich habe Breath of the Wild schon nicht so geil gefunden. Ich habe immer die Befürchtung gehabt, genau das wird mir bei dem Spiel wahrscheinlich auch passieren, dass ich es nicht so fühle. Schön, wenn andere das feiern, aber ich bin ja nicht die anderen. Bro, wie oft muss ich so einem Vieh bitte eine reinhauen? Dass der stirbt. Ich meine, warum habe ich noch nur lauter Spatzenwaffen am Start, hä? Ich habe auch nur lauter Scheißwaffen. Ist ja kein Wunder, dass ich die alle nicht killen kann. Ja, kann der vielleicht mal aufhören, wie so ein behinderter Idiot rumzuhüpfen? Wie soll ich denn dann einer ranhauen? Mist, wie verdammtes. Der soll mal stillhalten, dieser Arsch. Boomerang braucht man nicht. Die sollen doch mal starke Waffen mal droppen. Die droppen ja auch nur lauter Schmutz. So, wo muss ich jetzt hin? Muss ich da oben rauf oder? Wo muss ich überhaupt hin? Der Questmarker zeigt nämlich schon wieder ins Nichts. Da ist nichts. Bulin ist da nicht, wo der gelbe Punkt ist. Der kleine Pisser ist da nicht. Der ist irgendwo bei diesem komischen Baum da oben, oder? So. Bro, ich habe schon unzählige Waffen miteinander kombiniert. Die werden dadurch jetzt auch nicht viel besser. Außerdem, was soll ich denn kombinieren, wenn die Waffen an sich scheiße sind? Wenn ich eine Scheißwaffe mit einer Scheißwaffe fusioniere, wird daraus eine neue Scheißwaffe, die nichts kann. Die wird dadurch nicht viel besser. Wenn die Ausgangswaffen schon kacke sind, was soll denn daraus werden? Was soll ich denn deiner Meinung nach jetzt fusionieren? Eine Rute? Mit einem Stock? Oder mit einer Reiselanze? Soll ich das zusammen fusionieren? Ich glaube nicht, dass das viel bringen wird. Das wird, glaube ich, keine allzu krasse Angriffskraft haben. So, ich habe ihn endlich gefunden. Heilige Scheiße. Das hat 1000 Jahre jetzt gedauert. Boah, blödes Monster. Blödes Spiel. So, ja, was ist denn passiert? Ach so, naja, also ehrlich gesagt hat mich das verflixte Vieh meinen guten Bogen gekrallt. Siehst du? Da ist der Bogendieb. Ich glaube, ich habe meine ganzen Sachen größtenteils verkauft. Wie soll ich das kombinieren? Ich weiß ja nicht mal, wie ich was kombinieren kann, weil mir das Spiel das nicht sagt. Es gibt ein Rezeptebuch für Essen, aber wie wäre es mit einer Anleitung oder einer Übersicht, was du alles für Waffen fusionieren kannst? Wie wäre es denn da mit Nintendo? Da habt ihr wieder nicht dran gedacht. So eine Liste, wo du siehst, okay, das und das ergibt das. Waren sie zu blöd? Haben sie nicht dran gedacht? So, ja, ich helfe dir. Ich kann einen Windstoß in meine Blickrichtung schicken. Wenn du mit deinem Parasegler auf den Wind reitest, soll das ein bisschen... Okay. So, Tulins macht über den Wind. Sobald Tulin seine Aura entfaltet, kannst du einen Luftstrom erfassen, der dich nach vorne befördert. Beim Einsatz des Parasegels kannst du so den Flug beschleunigen. Und wahrscheinlich dann voll auf die Fresse fallen, ha? Wenn das nicht klappt.
Ich habe das jetzt auch schon bei ein paar anderen Waffen probiert, wo das gar nicht ging. Da stand irgendwie von wegen, ja, da ist schon was fusioniert, was eigentlich auch Quatsch ist. Muss ich das jetzt ausrüsten, ja? Ich nehme jetzt hier diese Reiselanze. So, was muss ich machen, um das mit einem Material zu kombinieren? Muss ich das auf den Boden schmeißen oder was? Soll ich das jetzt hier Bossblockhorn in die Hand? Jetzt lege ich das hier hin. Jetzt sage ich Synthese. Jetzt sage ich Reiselanze. So. Ist das richtig? Macht man das so? Macht man sich so die Kassenwaffen in dem Spiel, hä? Habe ich das jetzt richtig gemacht? Ungefähr so. Und hier haben wir auch noch mal einen Ast. Kann man ja gleich noch mal mit was anderem probieren. Ich habe hier zum Beispiel auch noch so ein Ding. Blauer Bock bei den Rohren. In die Hand. So. Ablegen. Und zack. So. Sind jetzt aber eigentlich auch keine wirklichen OP-Waffen. So. Ja, ich find die ganze Steuerung in dem Spiel ist viel zu umständlich. Nintendo kann sowas einfach nicht. Die können das nicht. Die haben keine Ahnung, wie man eine intuitive Steuerung macht. Die können sowas nicht. Die können sowas einfach nicht. Dafür sind sie einfach zu dumm. Das Ganze drumherum mit dieser Ultrahand und auch Synthese und alles, das ist alles viel zu umständlich. Das ist viel zu umständlich. So, wo ist jetzt dieses behinderte Vieh? Liegt der nicht irgendwo rum? Alleine die Ausdauer regt mich auf. Das ist so absolut unnötig. Habe ich schon den Skyward zur Scheiße gefunden? Und ah, guck mal. Ist aber nichts, das gelohnt, hier hochzugehen. Oder hier, deine Waffentasche ist voll. Genauso auch. Ich finde das total dämlich. Warum begrenzt man den Spieler auf so ein kleines Scheißinventar? In einem Open-World-Spiel. Das hast du in keinem anderen Game. Außer du hast, ja gut, du hast vielleicht ein Tragelimit, aber du musst dann gucken, was du dann mitnimmst. Da musst du dann aufpassen, was du mitnimmst. Aber einfach zu sagen, ja, da ist kein Platz mehr in deiner Tasche. Warum? Nimm's einfach mit, du Affe. Wenn so viele Crocs haben, habe ich halt leider noch nicht. Was denn ist Maronus, der ist ja schon wieder irgendwo anders hin. Also, Digga, wo ist jetzt dieses Vieh? Ich sehe es gar nicht. Wo ist der? Hallo, wo ist das Vieh? Ich sehe ihn nicht. Da vorne ist er. Okay. Hat das gereicht? War das gut? Ich weiß nie, wann eine richtige Katze kommt und wann nur sowas kommt. So, das lief ja klasse. Danke, Link, du hast mir riesig geholfen. Lass mal schauen. Puh, ist noch alles dran. So ein Glück. Oh je. Da kommen noch mehr. Ich sehe mich jetzt schon wieder sterben. Die können was erleben. Zweimal trickst du nämlich mit dem blöden Flatterer nicht aus. Los, Link. Die kaufen wir uns gegen die beiden. Also gegen uns beide haben die keine Chance, das würde ich so nicht sagen. So, in die Fresse, du Mistgeburt. Und mich der wieder one-shottet, Alter. Hä, wir haben es geschafft. Du hast eigentlich kaum was gemacht, aber bitte. Das könnte die Lage gewesen sein, das glaube ich auch, ne? War das gerade der Wind?
Nein, auf keinen Fall, das muss das alles gewesen sein. Hey, jetzt Bruder, nur trink! Oh. Oh. Gute Arbeit, ihr beiden. Was? Hast du uns beobachtet, Herr? Das ist aber ja wie peinlich. Ich hab nicht auf das. Was? Ich hab nicht auf das Gesahne gehört? Auf das Gesahne? Als er versucht hat, mich aufzuhalten. Ich dachte, was ist bitte Gesahne? Haben die sich verschrieben? Mit der Gesage? Ja, sorry, das ist mein ganzes Scheißessen kalt. Ich könnte kotzen. Was habe ich mit diesem ganzen Rotz jetzt überhaupt gemacht? Es ist alles kalt. Schmeckt alles scheiße gerade wieder. Kalte Fischstäbchen. Ja. Das war's komplett. Aha. Ja, wenn das Spiel so scheiße ist, bin ich halt am Motzen. Kann ich doch nichts dafür, wenn das Game kacke ist. Ist doch nicht meine Schuld, wenn Nintendo so einen Dreck programmiert. Wenn mir das Game keinen Spaß macht, ist das sicher nicht meine Schuld. Sondern das liegt am Spiel. Aber das checken die meisten Leute ja wieder nicht. Die glauben immer, alles liegt an mir, aber es liegt am Spiel. Das Spiel ist scheiße, nicht ich. Das Spiel macht gerade keinen Spaß. Mit seiner behinderten Scheißmechanik und dem ganzen Drumherum. Und dann auch noch zu faul sein, hier die ganzen Dialoge zu vertonen. Das ist, waren sie auch wieder zu faul, ne? Das kostet wieder zu viel Geld. Das kostet einfach wieder zu viel Cash. So, Falkenbogen und deine Bogenteile. Digga, deine Mutter ist voll. Hallo, wie viele Bögen braucht man in dem Spiel? Dann wirf diese Scheißbögen bitte alle weg. So. Und nimm halt den fucking Falkenbogen. Bro, wir können nicht mal eine gottbeschissene Holzkiste aufschlagen. So. Was können wir jetzt eigentlich bitte machen? Begib dich gemeinsam mit Tulin zu den schwebenden Inseln der Nähe des Hebra-Gipfels. Okay, jetzt sollen wir da hinten, sollen wir da so hin. Alles klar. Ich hab's von Anfang an gewusst, dieses Spiel wird mich wieder so auf die Palme bringen. Kommt der jetzt auch mal mit? Ja, funktioniert ja auch super, seine Fähigkeit. Ich kann nicht mal wirklich sagen, wo er das hinmachen soll. Ja, alleine dieses scheiß Ausdauerrad ist so hart unnötig. Das Spiel wäre tausendmal angenehmer ohne diese behinderte Ausdaueranzeige. Dass ob Link hier die übelste Pussy ist und nicht mal 5 Meter in der Wand hochklettern kann, ohne dass er ihm der Atem stockt. Gibt's in dem Spiel wieder so ein Kletteroutfit? Nee, keine Ahnung, ich habe die Collector's Edition noch gar nicht ausgepackt. Die ist immer noch. Ich habe nur das Spiel rausgenommen, den Rest habe ich drin gelassen. Ich habe mir dieses Artbook zum Beispiel noch nicht angesehen, weil ich mich eigentlich da nicht spoilern lassen will. Weil da sind bestimmt alle Figuren vom Spiel drin. Auch solche, die ich noch nicht getroffen habe. Und da hätte ich jetzt eigentlich nicht so wahnsinnig. Oh Gottes Willen, sollen wir darauf? Ist das euer Scheiß ernst, Nintendo? Wie soll ich da bitte hinkommen? Hm.
Jetzt haben wir hier wieder so einen Krog. Wie bitte ist der denn hierher gekommen? War ohne Spaß. Wie kommst du denn bitte hierher, du kleiner Fettsack? Wie kommst du bitte hierhin? Oh je, was für eine Scheiße, Mann. Mein Kumpel ist... da drüben. Ja, ist klar. Und wie soll ich den jetzt... Wie soll ich ihn jetzt bitte darüber kriegen? Soll ich ihn darüber pusten oder was? Nee, Bro. Du musst jeden Scheiß einzeln auswählen, weißt du? Anstatt dass ich sage, ich möchte gerne dauerhaft dieses eine Item an jedem meiner neuen Pfeile dran haben, nee, geht nicht. Ich muss für jeden neuen Feuerpfeil eine neue Frucht erstmal auswählen aus dem Menü, an den Pfeil dran pappen und dann habe ich erst einen Feuerpfeil und dann kann ich erst schießen. Ich meine, geht's noch umständlicher? Eiszapfenkeule. Ich muss das jedes Mal von neuem machen, wenn ich das will. Hier, ich muss ZR gedrückt halten, dann muss ich wieder Steuerkreuz so und dann muss ich hier so lange scrollen, bis ich das habe, was ich haben will. Und das ist so umständlich und nicht geil. Siehst du, und jetzt muss ich das nochmal machen. Wieso muss ich denn das jedes Mal neu machen? Beta-Kriegerkonstruktoren. Oh. Okay, warte mal, können wir uns mit dem... Ich muss mal was essen. Nee, ernsthaft, jetzt kommt Blutmond? Jetzt? Warum gerade jetzt? Oh, nee. Das kann ich jetzt auch überhaupt nicht brauchen. Wieso kommt... Also der Blutmond ist auch der unnötigste Scheiß, oder? Nein, es gibt keine richtigen Feuerpfeile mehr. Das finde ich auch so bescheuert. Du kannst jetzt jeden Quatsch an deine Pfeile dran pappen. Aber es gibt keine fertigen Feuerpfeile. Wenn das Blutmonds Licht aus deiner Möse scheint, dann sind es wahrscheinlich deine Tage, Zelda. So. War jetzt hier nicht vorhin irgendwo Feuer? Oh, dieses Menü ist so umständlich. Nintendo, ich hasse euch. Eure Menüs sind scheiße. Die sind so unfassbar scheiße, dass es weh tut. Bro, guck dir das an, wie weit ich scrollen muss, um zu... Ja, Bro, ich weiß nicht mal wohin. Wo sind diese... Da. Abgesehen davon, dass ich jetzt auch gerne mal warten möchte bis morgens. Ich sage, Crocs transportieren ist genauso unnötig scheiße.
So, können wir jetzt bitte endlich mal da hoch? So richtig hoch, ohne dass wir irgendwo hängen bleiben? Es wird schon einen Grund haben, warum das hier ist. Und er kann sowieso fliegen, der wird schon irgendwie mitkommen. Hoffe ich mal. Ich meine, bitte, wie hätte ich denn den anderen Typen da hinbringen sollen jetzt? Da habe ich jetzt gerade auch überhaupt keine Lust drauf. Bro, geht das nicht ein bisschen schneller? Je mehr ich von dem Game sehe, desto weniger Spaß habe ich damit. Klingt richtig komisch, ich weiß, aber je länger ich das Game spiele, desto mehr fuckt es mich ab. Also das werden definitiv keine 100%, im Leben nicht. So. Wo ist jetzt überhaupt der erste Tempel, hä? Ich hab gehört, in dem Spiel gibt's wieder richtige Tempel. Aber wo? Wenn man bloß erforschen könnte, was im Inneren dieses gewaltigen Schneesturms steckt. Hm? Na so, ist der kleine Tulin. Ich war so in Gedanken verloren, dass ich dich gar nicht bemerkt habe. Aber Moment, wenn du hier bist, dann hieße das ja... Und ob ich darf hoch? Hat man mir erlaubt? Oh. Wusste ich's doch gleich. Du bist genau der Richtige für den Einsatz. Gar keine Zweifel möglich. Also, alle sind ganz gebannt von deiner tollen Technik, mit der du die Windstöße erzeugst. Ah. Du bist womöglich der einzige Ohne, der es durch die Wolke schaffen und die Wahrheit hinter dem Sturm finden kann. Gib dein Bestes, ja? Ich bleib hier und wünsche dir Glück. Aha. Dankeschön. Link und ich will gegen das sehen. Versprochen. Okay. Habe ich aber trotzdem ein bisschen Bedenken gerade. So, wir haben auf jeden Fall schon mal gespeichert. Ich mach das schon, Link. Muss ich jetzt wahrscheinlich immer seine Fähigkeit benutzen, um hier überall rüber zu können, ne? Ja. Irgendwie. Lass mich nur machen. Hui! Hey, hier können wir eh hochklettern. Wie lange dauert denn das jetzt, bis wir da oben sind? Wisst ihr, wenn es in dem Spiel auch noch Rivalis Sturm gäbe, dann könnte ich ja da einfach... Ne? Ich habe eigentlich noch irgendwas zu essen, was aus... Na, natürlich habe ich jetzt wieder kein Ausdaueressen dabei, ist klar. Das wäre jetzt auch so schön gewesen, wenn ich da einfach durch könnte, aber ich glaube, dafür ist es einfach zu weit weg, oder? Ja. Geht natürlich nicht. Deckensprung geht halt eben doch nicht immer. Aber hier geht's. So. Deine Mutter. Wenigstens ein bisschen. Okay, das ist zu weit oben. Ich glaube, es ist aber sogar so gewollt, dass ich ein bisschen mit dem Deckensprung arbeite, weil sonst komme ich hier ja gar nicht nach oben.
Und jetzt? Ach so. Als ob da oben Schrein ist. Bro. Oh boy. Die Fähigkeit finde ich trotzdem geil, wenn man sie auch wirklich einsetzen kann. Die macht schon Spaß. Also durch die Decke springen. Klingt so einfach und simpel, aber es ist halt so praktisch. So Himmelsleiterinseln. Okay, sind das wirklich Schiffe? Link! Ich habe uns tatsächlich irgendwo gesehen. Aber jetzt ist sie weg. Was kann das sein? Was ist das nur? Sieh dir das an! Das ist ein Schiff! Was ist gerade für eine Stimme? Kam sie von irgendwo da oben? Boah, sieh mal da oben in der Wolke. So riesig ist das wieder ein Schiff? Das sind doch jede Menge dieser kleinen Boote. Das ist ja wie... Mit vereinter Kraft wurden Boote geworden, den himmlischen Lüften anvertraut. So konnte der Gott sein Exil beenden und zum Dank eine Arche senden. Dieses Schiff brachte uns den Wind zurück und das ganze Land strahlte im Glück. Das Lied vom Himmelsarche. Genau, das ist wie ein Kinderlied. Du hast die seltsame Stimme auch gehört, nicht wahr, Link? Sie hat komm zu mir gesagt, da bin ich ganz sicher. Es würde sie uns nach oben rufen. Hier scheint es jedenfalls keine Hinweise zu geben, wo Prinzessin Zelda stecken könnte. Vielleicht hat sie sich auf den Weg hoch zu diesem Schiff gemacht. Wie dem auch sei, nach oben, Link. Ich glaube, ich weiß ganz genau, wessen Stimme das ist. Ja, dann bin ich umso mehr auf die Erklärung gespannt, warum und wieso. Ich glaube, wir fliegen erstmal zum Schrein. Den ich dann wahrscheinlich wieder nicht schaffen werde, weil ich dafür zu dumm bin. Der Maya Unkisa Schrein. Soll es also sein. Na gut. Kann es das bitte meiner Schrein sein, den ich auch schaffen kann? Es gab jetzt schon zwei Schreine, wo ich einfach aufgegeben habe, weil ich dafür zu dumm bin. Springender Punkt. Wow, Rätsel gelöst, Schrein geschafft, Ende. Ach, oh mein Gott, was ist das denn hier? Was ist das denn jetzt hier? Ich sollte nicht gerade eine Fackel als Waffe haben, ne? Okay, das macht ja direkt ein bisschen Spaß. Oh mein Gott, das Spiel macht mal Spaß. Hier stimmt was nicht. Das soll doch gar keinen Spaß machen. Es ist ja einfach nur wie Trampolin springen, ne? So ein bisschen. Alles klar. Wie bitte komme ich denn... Okay, dann muss ich wahrscheinlich einfach warten, bis das Ding nah genug ist. Und dann
bringen. Whoops. Yes, sir. Ne, Pfeile. Pfeile sind immer gut. Pfeile sind immer okay. So. Ist da vorne schon Ende? Ist da drin der Ausgang? Aber das ist doch zu. Von unten. Nee, da muss ich irgendwie... Ach so, naja, klar. So macht man das. Sass. Jetzt noch einmal springen. Und... Okay, gut. Der Schrein war sehr einfach. Direkt ein bisschen angenehm. Hätte ich mal wieder was geschafft zu haben, auf Anhieb. Ohne zu sterben vor allem. Ist bei mir nicht immer so einfach. Das ist gar nicht immer so sicher gesagt, dass mir das immer gleich gelingt. So. Noch ein Segenslicht, dann können wir uns wieder mehr Ausdauer holen. Ich hatte gesagt, ich gehe erstmal auf Ausdauer. Möge das Segenslicht die Kraft schenken. Schenk mal lieber bessere Waffen, du Arsch. Das wird ja sonst nichts. So, jetzt haben wir wenigstens den großen Vorteil, dass hier ein Teleporter ist. Da müssen wir nicht wieder den ganzen Weg da hochlatschen. Aber wir müssen erstmal noch da hoch. Ist das euer Ernst? Ist das wirklich euer verdammter Ernst? Mal. Ich finde ja doch mal ein paar Sachen. Und schon wieder Pfeile. Okay, die wollen also, dass man sich hier guten Pfeilen eindeckt. Kann ich auch verstehen. Pfeile kann man eigentlich gefühlt immer brauchen. So. Wie bitte kommen wir denn da jetzt hoch? Ist das jetzt alles mit Tulins Fähigkeit wahrscheinlich? Das ist wirklich schon... Der Weg zum Schrein an sich ist schon das Puzzle. Okay, warum ist da ein Gegner? Warum können wir nicht einfach da lang? Hör doch einfach dahin. Sollen wir einfach hier hingehen? So. Der scheint nicht mal eine Truhe oder sonst was zu bewachen, also der wird jetzt mal absichtlich ignoriert. Ja, nee, der bewacht jetzt scheinbar auch gar nichts, also war kein Bock auf den. Upsala. So, da sind noch mehr von diesen Gegner-Typis. Ich gebe zu, eine Sache, aber wirklich nur eine der wenigen Sachen, ja? Eine der wenigen Sachen, die ich an Breath of the Wild auch gut fand, ist dieses Zeitlupenschießen, wenn man in der Luft ist und den Bogen rausnimmt. Das finde ich irgendwie voll nice. Aber das Kampfsystem an sich finde ich trotzdem immer noch ziemlich müllig. So.
So, was bitte? Was soll das hier bitte sein? Ja, natürlich kann man hier jetzt den Deckenschwung nicht benutzen, ist klar. Hey, er kann ja auch angreifen. So, ich glaube, der ist einfach jetzt runtergefallen und tot. Selber schuld, wenn nicht aufpasst. Oh, 3x30 Kochtopf, nice.